Mission Titelverteidigung wird erfolgreich fortgesetzt. Im dritten und letzten Spiel der Halbfinalserie schlagen die Wasserfreunde Spandau 04 die Orcas aus Potsdam mit 22:5. Damit entscheiden sie die Serie im Modus Best of Three mit 2:1 Siegen für sich und stehen im Finale um die deutsche Wasserballmeisterschaft. Ich glaube, wir waren einfach konzentrierter, vor allem in der Abwehr. Es ist ein deutlich besseres Ergebnis als vor 2 Wochen und um ehrlich zu sein, zeigt es die Unterschiede zwischen beiden Teams. Ja, denn die Niederlage zum Auftakt der Halbfinalserie kam mehr als unerwartet. An diesem Wochenende rückt der Rekordmeister in den schwarzen Kappen die Kräfteverhältnisse aber wieder zurecht. Yannick Giroux netzt zum 7:2, frühe 5-Tore-Führung für die Gastgeber. Und bis zur Pause soll es auch genauso weitergehen. Hinten bleibt der Kasten sauber, vorne trifft Tyler Abramson zum Halbzeitstand von 12:2. Die Potsdamer nahezu chancenlos, der Unterschied beider Teams wird immer deutlicher. Wir haben ja eigentlich erwartet, ein bisschen spannender zu spielen, weil wir auch das Hinspiel sogar gewinnen konnten. Aber ich denke, da war jetzt einfach die Konzentration nicht da. Wir haben keinen guten Wasserball hier gespielt. Und die Spandauer demonstrieren einmal mehr ihre Stärke nach dem Seitenwechsel. Matteo Tschuk trifft zum 17:2. Er gehört neben Marin Tomasevic und Marek Kacz zu den besten Torjägern der Partie. Alle drei können je 4 Tore für die Spandauer erzielen. Den Treffer zum Endstand vom 22:5 setzt Marco Stamm nach Vorlage von Maurice Jüngling und macht somit den Finaleinzug der Wasserfreunde perfekt. Im Endspiel um die deutsche Meisterschaft kommt es zur Neuauflage des letzten Jahres gegen die Wassersportfreunde 1898 aus Hannover. Für die Potsdamer geht es gegen den ASC Duisburg um Platz 3. Ich bin mir sicher, dass es sehr enge Spiele werden, die sich erst in den letzten Minuten oder wenn nicht sogar in der letzten Minute entscheiden. Wir werden uns mental darauf vorbereiten und dann weitersehen. Für Spandau geht es also weiter um die Titelverteidigung. Bereits am Mittwoch steht die erste Partie der Endspielserie in Niedersachsen an. Gespielt wird dann im Modus Best of 5. Wer 3 Siege holt, ist deutscher Meister.